Servus, liebe Kleeblatt-Fans. Heute wollen wir euch mal ein kleines Personal-Update geben, damit ihr auch wisst, wer voll dabei ist, bei wem es ein bisschen zwickt. Und 27 Spieler haben wir ja mit ins Trainingslager genommen. Darunter Ilya Assemi, der schon verletzt mit ins Trainingslager gefahren ist. Und wir haben uns jetzt mal bei Martin Meichebeck, unserem Leiter Lizenzbereich, umgehört und mal nachgefragt, wie denn der aktuelle Gesundheitszustand bei unseren Spielern ist. Also bei Ilya haben wir jetzt bisher einen sehr guten Verlauf. Der ist schon wieder leicht im Lauftraining und im Stabilisationsbereich. Da sind wir gut im Soll. Bei Chiki müssen wir natürlich immer ein bisschen gucken, weil wir auch noch im Aufbautraining sind, dass wir ihn da auch gut und dosiert auch belasten. Aber auch das macht ganz gute Fortschritte. Bei Johannes ist es so, dass wir da immer mit latenten Patellaszenenproblemen zu tun haben. Auch da müssen wir halt immer wieder drauf gucken, wie er halt auch die Belastungen auch standhält. Und da sind wir auch hier auf einem vernünftigen Weg. Heute ist nochmal ein ganz normaler Trainingsablauf, das heißt, es geht zweimal auf den Rasen nach heute Morgen, dann auch heute Nachmittag um 16 Uhr nochmal. Morgen ist das Ganze dann schon ein bisschen anders, weil wir nämlich unser erstes Testspiel bestreiten. Im Hofmanninger Stadion in Bad Wimsbach geht's gegen Dukla Prag aus Tschechien. Wir freuen uns natürlich auf dieses Testspiel und wir werden euch dann natürlich auch mit Highlights, Toren, hoffentlich viele von unserem Kleeblatt versorgen, sodass ihr dann gerne morgen Abend euch diese anschauen könnt. Wir sagen danke fürs Reinschauen und bis bald.